Apu Death, Follow the Pale One. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ja, was haben wir in der letzten Folge so getrieben? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Rennsieg geholt bei Jules, nachdem wir Null besiegt haben. Ich weiß nämlich bloß noch, dass wir den besiegt haben, mehr weiß ich nicht mehr. Weil das war ja jetzt am Sonntag in der Aufnahme und ich nehme jetzt die heutige, nehme ich wirklich heute auf zum Feiertag. Ja, erstmal kurz strecken. Und nachdem ich meine Stoppuhr gestellt habe, so, fangen wir mit dem K.O.-Rennen an. Zwischen den Beinen durch. Ey. Ey. Geh mal auf den Sack. So. Ja, ich bin gerade schon ein bisschen verzweifelt beim Splinter Cell aufnehmen, liebe Leute. Ich hab mir überlegt, ja, die ersten zwei Splinter Cell Teile waren eigentlich nie so toll, meiner Meinung. Deswegen wollte ich eigentlich, wollte ich eigentlich Chaos Theory aufnehmen. Ja, aber das Spiel trollt mich ein bisschen immer, wenn ich meine Ausrüstung auswähle, soweit nach dem Missionsbriefing, sag ich mal, stürzt er ab. Keine Ahnung wieso, aber es stürzt ab. Das finde ich schon dezent scheiße. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dum dum dum. So. Nütze dein Nitro nicht. Wenn ich komme, dann komme ich prompt. Falsche Taste. So. Ja, das wird ein bisschen knapper werden, denke ich mal, gegen Hildebrand. Das sind die Szenen, die ich ja immer noch feiere in dem Spiel. Wenn du springst und dann so richtig geil zu sehen bist. Übertragungswagen. Ich muss sagen, der Hildebrand, der klebt mir gerade am Arsch. Noch, also noch so ein bisschen. Aber das lichtet sich bereits. Uiuiuiui. Da hatte einer einen Unfall. Das ist sowieso raus, liegt der Charme. Jetzt heißt es bloß noch Apo und Hildebrand, liebe Freunde. Vorsprung geholt, nochmal eine Runde fliegen mit dem verkratzten Auto.
Laterne-Nummer nicht mit, weil das alles Speed ist, der uns verloren geht. Was? Wo hat er jetzt aufgeholt? So ein Scherz. Hildebrand. Nicht mit mir, Hildebrand. Ich gedacht, er gewinnt das. So, das war's. Bis morgen? Nee, war ein Spaß. Ich bin's, was geht ab? Ich weiß, dass dieser Typ Rock dich unterstützt. Ich frag mich nur warum. Ein bisschen unnormal, wenn du mich fragst. Aber andererseits, was kümmert's mich? Vielleicht kennt ihr zwei Süßen euch aus dem Knast. Ich glaube, es sind die zwei, die dich immer in den Arsch gefickt haben, Razor. So. Hätten wir das. So, was steht denn an? Radarfeinde, Rennen, Sprint, Mautstelle. Wir sprinten erstmal eine Runde, weil das habe ich ja nur recht gut drauf, finde ich. Grüne könnte ein Porsche sein, wenn ich das richtig sehe. Der Weiße könnte ein Audi sein, aber keine Ahnung. Süß, wie sie Nitro einsetzen, um fortzukommen. Seid im Weg, Leute. Wow, scheiße. Ups. Junge, bist du weh? Geht doch. Einfach mal Platz machen für den Chef hier. Highway 99. So, so. Ja, und da kommen sie gleich mit rein, hä? Polizisten. Jawohl. Und so weiter. Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe 2 gegangen. Boah, Alter. Das ist sowas von nervig, ey. Scheiß Polizei, ey. Somit bin ich letzter. Alter, das kötzt mich gerade an. Boah! So, das musste kurz raus. Ach Mist, jetzt hätte ich springen können.
siehst du bloß die Polizei springen hier. Ich hätte mir den Sieg holen können, wenn ich gesprungen wäre. Verdammte Kacke, ey. Nochmal. Jetzt habe ich's verpennt. So übel nervig, wenn das hier regnet. Das geht gar nicht. Schön mit dem Red Dead Redemption Ohr, das ist natürlich auch was ganz Feines. Ja, es gibt schon manchmal Momente, wo ich wirklich mit der Faust durch den Monitor greifen könnte, aber naja. Nützt ja nicht, ist ja nur ein Spiel. So. Jetzt fahren wir wieder auf die Seite. Und was ich euch zurzeit empfehlen kann, liebe Leute, HumbleBundle.com gibt es ja immer mal schön Indie-Games und so. Zurzeit ist es Humble Double Fine Bundle aktiv. Double Fine, Macher von Costume Quest und wie heißt's? Brutal Legend. Ich hab's mir geholt, weil Brutal Legend ein mega geiles Game ist. Ja, vielleicht, also was heißt vielleicht, das wird auf jeden Fall als LP kommen. Ich habe nur noch keine Ahnung wann, aber kommen wird auf jeden Fall. Ich habe gerade eine Polizei ausgeschaltet mitten im Fahren. Ja, eigentlich soll es ja ein Together mit meinem Kumpel werden. So ab und an, je nachdem wie er Zeit hat. Das wäre schon mega geil. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Ob ich das vielleicht mit Splinter Cell ersetze, ich weiß es mal nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Muss ich wirklich drüber nachdenken. Okay. Ich habe gerade einen Überschlag gemacht, liebe Leute. Ja. Jetzt müssen wir aber gleich noch flüchten. Sechs Minuten durchhalten, 18 Polizeiautos sind ran. Zwei Nagelbänder um vorn. Das andere, keine Ahnung. Verstöße. Rast durch das Busdepot. Oh mein Gott. Was fällt ihm nur ein? Ups, war ich das? La 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 la
Entschuldigung. Vorfahrt. Habt ihr gesehen? So muss man Polizei ausschalten, wenn sie einen verfolgt. Aus dem Grad Rockport, wo wir drinnen sind. Das neue Freigeschaltete. Ups. Na, fahren wir mal hier lang. Dann haben wir vielleicht noch eine Straßensperre, die wir durchkriegen können. Ja, einfach durch. Man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Keine Ahnung, wo das versteckt sein soll. Aber wir sind geflüchtet. Ich bin's, was geht ab? Ich weiß, dass dieser Typ Rob dich unterstützt. Das hast du gerade schon mal gesagt, Razor. Du wiederholst dich. So, liebe Leute, mit dieser heftigen Musik und dieser beendeten Verfolgungsjagd beende ich die heutige Folge. Bis morgen, macht's gut und tschüss.